Darf ich in den Shop? Ah ja, was haben sie gelernt? Würde eigentlich reichen. Das habe ich aber scheinbar nicht gelernt. Point. Das kann man übrigens scheinbar in dem Spiel sehr easy sehen, wo die Midway Points sind. Da das Spiel ja jedes Mal dann speichert. Das wieder, dieser Raum nervt mich ein bisschen. Hat mir schon so oft Leben gekostet. Nur wegen diesen dämlichen Garnelen. Und warum nicht springt. Okay, da dieser Raum nervig ist und ich ehrlich gesagt keinen Bock auf dieses dämliche Gespringe habe. Machen wir hier ausnahmsweise mal Chat. Diese Kanälen. Ich will eigentlich nicht schon vorher alles verlieren, weil ich brauche das schließlich noch für den Boss. Dafür habe ich ja die Leben überhaupt jetzt gekauft. Auf den Sack. Wow. Wenn ich den zweiten Raum auch wieder so schnell und gut schaffe wie vorhin. So gut auf jeden Fall schon mal nicht. Wurde getroffen. Aber trotzdem genauso schnell. Stimmt, ja. Wie weit warst du noch bis zum Boss? Du müsstest doch eigentlich jetzt gleich kommen, oder? Ja.
Okay. Na dann. 8 Versuche. Das wird ja wohl möglich sein. Das wäre fast wieder schief gegangen. Die Treppe muss ich noch vermeiden. Ja, und sowas. Und sowas. Sieht schon deutlich besser aus, aber immer noch viel zu fehlerbehaftet. Kommt der eigentlich immer aus derselben Stelle raus, wo er vorher geguckt hat? Okay. Guck von links unten. Da ist er auch hingeflogen vorhin. Ist auch rausgekommen, ja. Das ist nach rechts unten, okay. Ups. Oh wow, verdammt. Das war dumm. Ich habe mich zu sehr auf die Augenposition konzentriert. Thank you.
Aber ich glaube, das wird schon was. So. Noch nicht. Jetzt erst. Mist. Zu spät reagiert. So. Mal einmal ausweichen und jetzt kann ich warten. Kommt, dafür nichts unten. Ja. Erstens, wir sind free. Ausweichen. Warten. Ausweichen. Warten. Nach Mitte gehen. Nach links gehen. Zweiter Block. Links. Und springen. Verdammt. So. Mittig. Jetzt allen von rechts ausweichen. Und free. Gut. Springe zu spät. Gut, egal, besiegt. So. Ich bin voll. Dann gucken wir mal. Ah, okay. Ist ja so ein Feature. Ach, ich will eigentlich das Leben haben. Die geht auf die andere Seite hoch. Die wirkt auch ein bisschen angenehmer. Teleportungssystem. Oh, sind wir doch schon bei Crate-Aid. Okay. Hier werde ich zumindest einmal die Waffen ausprobieren. Aber, nachdem ich die dann alle besiegt habe, werde ich wahrscheinlich was da nehmen. Sheepman. Okay. Also, ich weiß ein paar Waffen, aber ich weiß nicht mehr alle. Könnte es sein. Sieht auf jeden Fall relativ effektiv aus. Mann, oh Mann.
Das ist es nicht. Pokémon-Logik. Hat ja super funktioniert, nicht? Ich meine, es scheint es eine Schwäche gewesen zu sein, aber... Come on! Ja, wie soll man denn da ausweichen? Gut. Was für ein Ekelbus. Strikeman, oder? Ich glaube, bei dem weiß ich die Schwäche. Bälle durchschneidet man. Lässt mir die Luft raus. Okay, gut. Bei dem kann ich mir auch denken. Ich habe doch so Eisstacheln. Offensichtlich, aber wirklich die Stacheln sind die Schwäche, nicht das Eis sich an sich irgendwie. Schillman oder so hieß der, ne? Das war noch der, der nichts konnte. Ich, jetzt habe ich das Water Shield noch. Oh, das. Okay, mir fehlen scheinbar noch drei Wasser. Für den Fall, dass ihr euch fragt, warum ich keine Waffen nutze.
Waffen machen es teilweise manchmal schwieriger. Wenn man sich nur noch auf den Damage verlässt. Siehe Beispiel A. Außerdem, viele Waffen erfordern noch spezielle Koordinationen, während man sie benutzt. Und das ist nicht gerade hilfreich. Also wenn man manchmal ein bisschen schwierigere Bossmuster absolvieren möchte. Sein Bossmuster sah noch nicht schwierig wäre, aber naja. Aua. Irgendwie nicht mit der Rechte, dass er mich dann an der Stelle treffen kann. Naja. Okay. Aber vielleicht ja noch eine Waffe und die muss ja für ihn sein. Ich meine, Feuer und Wasser passt natürlich auch perfekt. Ja, mit dem geht's ganz leicht. So, okay. Was für ein Wily war denn das? Okay. Aua. Okay. Okay. Die Raketen von oben machen mich so kirre. Wie viele Versuche haben wir für die einen? Und dann. Raketen von oben, ne? Gut. Das ist jetzt deine Fähigkeit.
Gut zu wissen.